Hey Leute, willkommen wieder zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker HD. Wir sind hier in Tantopia und müssen mal wieder jemanden einen Besuch abstatten, ja? Den wir schon eine ganze Weile nicht gesehen haben, denn das ist storyrelevant. Sehen wir doch mal. So, ich habe auch nochmal offscreen jetzt bei Nintendo einige Sachen abgegeben, ja? Viele Fotos gemacht. Bin ich mal gespannt, ob wir es tatsächlich schaffen, die möglichst voll noch zu kriegen. Die Galerie, das wäre natürlich ziemlich cool. Wo mir gerade einfällt, hier müsste doch irgendwo trotzdem noch so ein Tantopia-Glühwürmchen sein, ne? Ich weiß nicht, ob man das fotografieren kann, aber falls ja, da hinten ist es jedenfalls. Falls ja, müssen wir das auf jeden Fall abgeben. So, mal sehen, Leute, mal sehen. Dekobaum ist bestimmt auch ein Foto, oder? Ja, denke ich mir doch. So, ich weiß nicht, ob man dieses Glühwürmchen fotografieren kann oder nicht. Man sollte es auf jeden Fall auch sehen, vielleicht auf dem Bild, ne? Ne, sieht nicht so aus. Okay, alles klar. Gut, gut, Leute. Aber hier drüben gibt es auch noch den Alchemisten. Ich denke, der ist auch noch ein Bild wert. Natürlich. So. Gut, dann würde ich sagen, reden wir mal kurz mit dem Dekobaum. Mehr hatte ich jetzt hier eigentlich gerade gar nicht vor. So, Dekobaum. Chris, geht dein Abenteuer erfolgreich voran? Wie du sehen kannst, bin ich nicht mehr der Jüngste und Vitalste, aber mein Reichtum und Wissen ist ungetrübt. Falls du also etwas wissen möchtest, frag mich einfach, ich kann dir alles beantworten. Was möchtest du wissen? Achso, stimmt, das können wir eigentlich auch mal fragen, hier mit tantopischem Wasser und so. Aber erstmal vielleicht das Erste. Über welche Crocs möchtest du etwas wissen? Möchtest du also etwas über die Crocs wissen, die Tantopia verlassen und sich auf Reisen begeben haben? Zweifelsohne birgt das große, weite Meer viele schreckliche Gefahren für meine unschuldigen kleinen Crocs. Chris, vielleicht hast du ja mal die Zeit, sie unterwegs zu besuchen und ihnen zu helfen, wenn sie in Not sind. Ich weiß sie bei dir in guten Händen. Möchtest du sonst vielleicht noch etwas wissen? Tantopisches Wasser. Tantopisches Wasser! Ist dir etwa aufgefallen, welches Geheimnis sich um das Wasser dieses Waldes rankt? Das tantopische Wasser hat die mystische Kraft, Bäume auf wundersame Weise Lebenskraft zu spenden. Mit diesem Wasser kannst du selbst verdorrten Bäumen wieder zur Lebenskraft verhelfen. Aber tantopisches Wasser verträgt leider kein anderes Klima und wird zu gewöhnlichem Wasser, sobald es länger als 30 Minuten außerhalb dieses Waldes ist. In Wirklichkeit ist es diesem Wasser zu verdanken, dass ich mich einen so immens hohen Alters erfreuen kann. Sorge dir tantopisches Wasser, um den Crocs in der Not zu helfen. Ihre Aufenthaltsorte wirst du da auf deiner Seekarte sehen. Ah ja, das auch noch, okay. Aber ich dachte, wir kriegen ja eine andere Information, um ehrlich zu sein. Na okay, nee. Dann können wir hier nicht mehr wirklich viel mehr rausholen, komisch. Ich dachte, das geht eigentlich irgendwie. So, theoretisch könnten wir uns auch die Swingle-Statue holen, ne? Wenn wir nochmal den Dungeon besuchen, aber das mache ich, glaube ich, wirklich offscreen. Weil im Prinzip müsste ich dafür nur in den Dungeon bis zu dieser einen Stelle eine Bombe legen und das war's dann. Das zeige ich da einfach nochmal separat und schneide das dann auch schön zusammen. Dann macht man das, glaube ich, am besten, sonst könnte es auch ein wenig langweilig werden auf Dauer. Merkwürdig. Eigentlich müsste man hier nämlich eine Musik hören, ja. So, die auch mal fotografiert. Ich steuere mal den Wind ein bisschen. Aber wie gesagt, ich wundere mich gerade ein wenig. So, ihr könnt es euch schon denken. Und viele werden es sicherlich auch wissen. Hier einmal in den Wasserfall rein und da hinten ist ein Geheimnis. Aber normalerweise müsste man hier Musik hören. Das wundert mich gerade ein wenig. Eigenartig. Gab es doch eine festgelegte Reihenfolge? Ich dachte eigentlich, da gibt es keine feste Reihenfolge. Merkwürdig. Oder aber ich muss erstmal einen anderen Tempel besuchen. Das kann natürlich auch noch sein. Leute, ich glaube, das machen wir mal, ja. Wie sieht denn unsere Seekarte momentan eigentlich aus? Ups, das wollte ich jetzt nicht.
Genau, da unten ist die zweite Markierung. Aber den haben wir an sich ja noch nicht besucht, ne? Vielleicht gehen wir da einfach mal rein. Genau, ich würde sagen, Leute, das machen wir. Bevor in dem Part hier gar nichts passiert, ja. Wir wollten auf jeden Fall noch einen Dungeon besuchen. Genau, Präludium ist ja direkt daneben, sehr praktisch. Und ich wünschte, ich hätte noch eine dritte Flasche, dann würde ich mir auch noch Omas Suppe mitnehmen. Das wäre natürlich super, aber gut. Wird wohl momentan noch nicht so ganz möglich sein. Mensch, wenn ich noch eine Ahnung hätte, ne, wo diese Flasche ist, das ist ja unglaublich. Aber jedenfalls ist da drüben die Insel, die wir suchen. Und dann sehen wir doch mal. Und stimmt, in Präludien selbst können wir auch noch was erledigen. Mensch, da wir jetzt ja super schwere Dinge hochheben können. Ha, voll vergessen. Aber ja, das ist ja auch noch möglich. Nicht schlecht. Einfach mal in ganzer Ruhe hier übers Meer. Wieder schön nachts hier. Ganz ohne Musik, ganz still. Kann aber auch mal ganz nett sein. So Leute, diese Dinger können wir jetzt ja hochheben, ne? Wird mal Zeit, das zu tun. Rums. Nebenbei kralle ich mir noch die Tingelflasche da. Könnte für Nintendo ja ganz praktisch sein. Ich weiß nicht, mal sehen. So. Dann mal rein hier. Dort sind Zeichen, welche Richtung anzugeben scheinen. So, ein weiteres Lied ist damit gelernt, nämlich die Hymne des Terragotts. Yes! Damit erscheint ein weiteres Wesen aus geraumer Vorzeit. Ein Sora, wie man sehen kann. Vom Masterschwert Auserwählter. Mein Name ist Lat. Ich bin der Weise vom Volk der Sora, der seit langer Zeit hier in diesem Terra-Tempel seine Gebete darbringt. Um vom Masterschwert die Stärke, um dem Masterschwert die Stärke zu verleihen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Tragischerweise hat das Masterschwert, das du mit dir führst, durch die Intrige Ganondorfs diese Stärke bereits verloren. Als Ganondorf, der vom Helden der Zeit niedergerungen wurde, erneut in Hyrule zum Leben erwachte, griff er diesen Tempel an und nahm mir das meine, auf das die Stärke des Masterschwerts schwinden würde. Um dem Schwert nun wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen, bedarf es eines Weisen, der anstelle meiner in diesem Tempel hier seine Gebete darbringt. Einen Weisen, der meine Blutsnachfolge antritt und der dieses heilige Instrument zu spielen vermag. Zeitalter vergehen, Generationen lösen sich ab, aber das Schicksal wird durch das Blut weiterhin überliefert und fließt noch immer durch jemandes Adern. Das Lied, das du gerade angestimmt hast, wird dieser Person wieder das Lied in Erinnerung rufen, das dem Gott dieses Tempels darzubringen ist. Und Link einfach nur so, oh, wow, unglaublich, das hätte ich nie gedacht. Und es wird ihr auch wieder ihre Bestimmung als Weiß ans Gedächtnis rufen. Diese Tür lässt sich nur durch das Lied dieses Weißen öffnen. Meine besten Wünsche begleiten dich. Flop, und da ist er auch wieder weg. Oder eher, keine Ahnung, Lat. Klingt irgendwie komisch, egal. So, das ist ja wenigstens erledigt, ja. Da bin ich schon mal ganz froh. Da haben wir jetzt schon mal beide Tempel einmal besucht. Aber ich fürchte nur, dass es doch eine feste Reihenfolge gab und ich das überhaupt nicht mehr im Kopf hatte. Und wir dementsprechend erstmal woanders hin müssen, was aber nicht so schlimm ist. Das sollte trotzdem ganz gut hinhauen. Na gut. In diesem Fall würde es erst nach Draconia gehen. Aber warum auch nicht? Eigentlich ist es ja auch egal. Wir müssen ja eh beides machen. Über das andere hätte ich mich jetzt erstmal nur ein bisschen mehr gefreut. Aber ist ja auch egal. Moment, Draconia schon. Na ja, natürlich. Klar. Mittlerweile haben wir jetzt auch alle Lieder im Spiel, also viele sind es nicht. Ist nicht mehr so krass wie in Ocarina of Time oder Majora's Mask. Hier ist das relativ dezent gehalten, aber ist auch nicht unbedingt verkehrt, ne?
Ja, und auch hier hört man jetzt tatsächlich, dass hier jemand klimpert. Und dieser Lad hat uns ja schon darauf aufmerksam gemacht, dass es eben ein Instrument gibt, das derjenige oder diejenige spielt. Und auch das haben wir hier natürlich schon gesehen, ne? Kann man sich jetzt relativ einfach eigentlich ausmalen, wer das sein könnte. So, hier ist aber erstmal keiner. Wir gehen rein. Wir können eigentlich auch noch eine Menge Fotos machen, ja? So, erstmal von dir hier. Wow. Wow. Habe ich dich schon mal fotografiert? Okay. Was zum? Du da! Das gibt's doch nicht, was ist denn das? Wahrscheinlich muss man vor ihm stehen, oder? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Momentchen. Ah ja, okay, alles klar. Gut, gut. Ja, wir sollten auf jeden Fall noch ein paar Fotos hier schießen. Kann nämlich überhaupt nicht schaden. So, okay. Ja, ich glaube, das passt auch erstmal. Wir kommen später schon nochmal zurück. Gehen wir nochmal raus. Ich glaube, dann konnte er nur 12 Bilder abspeichern. Ne? Und es wird ja noch ein paar Gegner geben, die ich auf jeden Fall... hoch. Okay, da wollte ich nicht hin. Es wird noch ein paar Gegner geben auf jeden Fall, die wir definitiv nur dort fotografieren werden können, ne? Das ist das andere nämlich. Moment, da drüben ging es auch woanders hin. Jetzt bin ich ein klein wenig verwirrt. Moment. Wir müssen nach oben, so rum. Ne? Oder müssen wir das? Quatsch. Das ergibt doch auch keinen Sinn. Oder? Doch, es könnte Sinn ergeben. Meine Güte, Leute. Ich bin mal wieder völlig neben der Kappe gerade so ein bisschen. Ah ja. Ja, das sieht doch schon besser aus. Hier könnte man im Übrigen auch mal ein bisschen rumfliegen. Aber erstmal müssen wir dort rüberfliegen. Ach so, da ist auch so ein Ding zum Schwingen gleich. Naja, was soll's. Wir machen das jetzt so, das sollte gehen. Absolut geht das. Ach, sieh mal eine an. Was haben wir hier eigentlich? Kann man von hier aus eigentlich auch irgendwo hin? Das habe ich mir nie genauer angesehen. Da drüben ist diese Kiste, die witzigerweise geöffnet ist. Die respawnt dann dort wieder, okay. Ja, da drüben ist dieser Felsen, aber da, der müsste verschoben sein. Sonst kommt man da natürlich nicht hin. Hm, auf jeden Fall interessant. Gibt sicherlich noch das ein oder andere Geheimnis um Draconia. So, na, wer erinnert sich noch? Ist nur eine ganze Weile her. Und seit dem ersten Dungeon nicht mehr so wirklich gesehen. Chris, du bist wohl also wohl auf. Komori ist zwar nicht müde geworden, mir von deinen Abenteuern zu erzählen, aber jetzt, wo ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe, bin ich wirklich beruhigt. Findest du nicht auch, dass sich Komori prächtig entwickelt hat? Er kommt jetzt auch ganz ohne meine Anwesenheit wunderbar allein zurecht. Und wenn er etwas erzählt, dann geht es dabei immer um dich, Chris. Natürlich bin ich überglücklich zu sehen, wie Komori zu einem selbstständigen jungen Mann heranwächst, aber ein wenig stimmt es mich auch traurig und einsam. So muss ich wohl eine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachsen sieht. Entschuldige, ich rede Unsinn. Gut, ich sollte fleißig weiterüben, damit ich bald allen dienlich sein kann. Musizieren ist nämlich eine der wichtigsten Aufgaben einer Maid, musst du wissen. So, wenn wir schon dabei sind, machen wir jetzt direkt dieses Foto hier noch. Das passt ja auch ganz gut, so. Was wir jetzt allerdings tun müssen, ist etwas ganz Außergewöhnliches. Aber das ist ja ein Taktstock. Wirst du mich etwa dirigieren, Chris? Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. So, wir brauchen die Hymne des Terragotts, ja. Okay, das ist falsch, Moment. So rum. Damit lösen wir jetzt etwas Außergewöhnliches aus.
Wirklich ein eigenartiges Lied, so merkwürdig es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und das erinnert mich an irgendwas. Etwas, das ich tief in mir vergessen zu haben schien. Ja. Einmal zusammengebrochen. So, damit hat sie ihre Aufgabe mehr oder weniger gefunden, ja. Ein bisschen strange, aber so ist das. Die Stimme der Weißen, ich habe sie gerade im Geiste gehört. Sie sagte mir, was ich von nun an zu tun habe. Chris, dank dir bin ich mir meiner Bestimmung als Weiser des Terra-Tempels bewusst geworden. Also bin ich doch zu etwas dienlich. Meine Lehrmeisterin hat bestimmt davon gewusst. Chris, bitte geleite mich zum Terra-Tempel. Wir müssen schnell das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke erwachen lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Lass uns augenblicklich heimlich aufbrechen. Ich möchte, dass er mich einfach als die Maid Midoli in Erinnerung behält. Ja, gut, man weiß natürlich, was das bedeutet, wenn man auserkoren wird zu dieser Aufgabe. Das bedeutet, dass man sein komplettes Leben mehr oder weniger in diesem Tempel verbringen darf, um seine Gebete zu sprechen. Ziemlich krass, wenn man, sag ich mal, so ein relativ normales Leben führt und da irgendwie rausgerissen wird, wenn man so darüber nachdenkt. Eigentlich ziemlich traurig. Gut, das ist auch irgendwie wichtig, dass das getan wird, ne? Es hat ja eine gewisse Aufgabe. Dass eine Aufgabe erfüllt werden muss, in dieser Spielerwelt, sag ich mal. Aber schon so ein bisschen traurig, das kann man schon irgendwie anmerken, denke ich. Na gut, wir sind jedenfalls wieder hier. In Präludien. Müssen jetzt allerdings wieder hier rüberfahren. Und beim nächsten Mal werden wir dann auch den Tempel betreten. Und das ist auch was sehr, sehr Cooles in Wind Waker, ja. Diese Mechanik, die wir jetzt hier gleich dann haben im nächsten Part. Das ist immer was ich sehr, sehr cool fand. Nämlich zu zweit Tempel zu lösen, ja. Mit jemand anderen. Und das auch geschickt auszunutzen, geschickt zusammenzuarbeiten. Das wird toll, das kann ich euch direkt sagen. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. So, wie auch immer, wir sind da. Und die Möwe bleibt einfach mal in der Luft stehen hier. Das ist die Matrix hier, Mensch. Medoli, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem furchtbare Monster hausen. Sie haben den letzten Weißen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisungen. Wenn Chris in deinen LZR drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Und wenn Chris A drückt, dann vertraue ihm und knie dich hin, auf dass er dich tragen kann. Und du, Chris, wenn Medoli an einer Stelle in dem Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spiele mit dem Taktstock das Musikstück, das du im Turm der Götter erlernt hast. Hast du mich verstanden? Natürlich. Du beschützt Medoli, Chris, und Medoli hilft dir. Du musst unbedingt Erfolg damit haben, dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Nun gut, Leute.
Und damit betreten die beiden den Tempel und stellen sich einer wichtigen Herausforderung, ja? Aber das tun sie im nächsten Part von The Legend of Zelda Wind Waker HD. Wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part. Bis bald.